Das hier ist nicht gerade die beliebteste Comic-Verfilmung ever, aber es tut sich trotzdem was in Sachen Snyder Cut. Der Michael Klein aus unserer Film-Community, der hat mich gefragt, was ich denn vom kommenden Snyder Cut halte, ob ich das gut finde oder weniger und ob ich vielleicht da mal ein Video drüber machen sollte, könnte. Ein Vorschlag von ihm. Und ich habe es mir anders überlegt, ich mache jetzt doch ein Video darüber. Die Justice League, nochmal zum Auffrischen, das ist quasi die Avengers, was die Avengers für Marvel sind, ist die Justice League für DC. Und DC zusammen mit Warner Brothers wollten ja halt auch so ein Cinematic Universe erschaffen mit verschiedenen Superhelden. Und dann kam eben recht schnell leider Justice League. Und da wurden eine Menge Charaktere einfach eingeführt, die vorher noch keinen Auftritt hatten. Was dann schon ein bisschen überfordernd war, denn bei den Avengers hat man eigentlich alle schon gekannt. Also ja, selbst Clint Barton, also den Hawkeye, denn der war mal kurz in Thor zu sehen, also immerhin. Bei Justice League war das ein bisschen anders, da hat man Charaktere gehabt wie Cyborg, den kein Mensch kannte. Aquaman, auch weniger. Bei Flash hatte man wenigstens die Gelegenheit, ein bisschen bei der CW-Serie aus dem Arrowverse reinzuschnuppern. Obendrein passierte dann natürlich noch eine recht schlimme Sache. Zack Snyders Adoptivtochter nahm sich das Leben und so war der Regisseur und eigentlich das Mastermind hinter Man of Steel, Batman vs. Superman und eben auch Justice League außer Gefecht. Er zog sich aus dem Projekt zurück, was absolut verständlich war. Als neuen Mann, als quasi Ersatz, holten Warner Brothers Joss Whedon, der Avengers 1 gemacht hat. Also eigentlich keinen schlechten Typ, aber ein Projekt zu übernehmen. Und und Joss Whedon baute das eben um. Die Kontakte zu Warner Brothers und DC waren ja schon da, denn Whedon war eigentlich eingeplant, den Batgirl-Film zu machen. Am Ende erschien eine Suppe, die, ich kann es mir halt auch nicht erklären, aber der Snyder Cut, der schwebte die ganze Zeit so über unseren Köpfen. Zack Snyder, der hat das auch immer wieder angefeuert. Er hat eine Version oder will eine Version schneiden oder machen und die Leute starteten Petitionen. Also es sind wirklich Menschen da draußen, denen was an Justice League liegt und die wollen die bestmögliche Version davon sehen und das ist eben vermutlich die Zack Snyder-Version. Der hat das Ding also zusammengebaut, es gab immer wieder Twitter-Geschichten von ihm. Ich habe es angesprochen, Petitionen gab es, es wurden sogar Flugzeuge gechartert, die mit Bannern über das Warner Brothers Gelände geflogen sind, mit bringt uns den Snyder Cut. Und nun ist es endlich soweit, Zack Snyder muss wohl eine Version fertiggestellt haben, die über 4 Stunden geht, hat die Warner Brothers Leuten und auch ein paar Schauspielern des Filmes vorgeführt und haben Warner Brothers gesagt, alles klar. Die sind jetzt einen Deal mit HBO Max, dem Streamingdienst, eingegangen und dort soll das Ganze wahrscheinlich Mitte 2021 dann exklusiv laufen. Und das ist mal ein ganz, ganz cleverer Zug von HBO Max. Die buttern zwar nochmal ordentlich Kohle rein, die Rede ist so zwischen, ich glaube, 20 und 40 Millionen irgendwas. Da drin enthalten, muss man natürlich die Effekte muss man machen, ganze Post-Pro-Schnitt, Soundtrack ist natürlich auch eine wichtige Geschichte, aber es werden auch Sprachaufnahmen gemacht und da gab es eine interessante News, denn der Sprecher von Darkseid wurde eingeladen. Denn ursprünglich wollte Zack Snyder Darkseid in seinem Film haben. Was es nicht geben wird, das hätte Zack Snyder gerne gehabt, das sind Reshoots, also nochmal ein paar Szenen neu oder auch extra drehen. Das wird es nicht geben. Das Ganze, wie gesagt, 2021 exklusiv bei HBO Max. Allerdings haben das HBO ganz lässig gemacht. Die zeigen nicht den ganzen Film, denn sie bringen das in Episoden. Angeblich sollen das 6 Episoden sein und das ist halt super clever, um Abonnenten zu gewinnen und die erst auch mal über eine gewisse Zeit zu halten. Deshalb würde ich jetzt mal den Hype-Train ein bisschen bremsen. HBO Max ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob der Film oder diese Serie geil wird. Für die zählt nur, wir haben diese Legende gekauft und wir lassen sie bei uns laufen und alle wollen sie sehen. Ob die gut ist oder nicht, das ist uns egal. Wir haben die Abonnenten, wir haben die Kunden am Start.
Wann und wie der Film bzw. die Serie bei uns zu sehen ist, darüber ist bislang noch nichts bekannt. Aber sollte irgendwann mal Material, Trailer oder sonst irgendwas Neues auftauchen, werdet ihr natürlich hier in der Nerdiothek darüber informiert. Dann, ja, stellt Fragen, teilt eure Meinung in den Kommentaren mir mit. Das würde mich ganz brennend interessieren, was ihr davon haltet. Und ob ihr da vielleicht Chancen seht, ob das dann doch weitergeht, Zack Snyders Universum. Denn es wurde wohl schon gesagt, nö, das ist der Film, mit dem sich Zack Snyder aus dem DC-Universe verabschiedet, ganz egal, was passiert. Dann verabschiede ich mich, es würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo wäre natürlich auch super. Dann wäre nämlich eine ganz nette kleine Community hier beisammen und da kann man sich ganz cool und ganz objektiv austauschen. Bis denn, ihr Nerds. Ciao.